Willkommen zur vermutlich letzten Session von Vikings Wolves of Midgard. Wir verkaufen jetzt erstmal. Nebel Niflheims werden euer Blut gefrieren. Kleidet euch gut ein, mein Häuptling. Ich überlege. 347, können wir das irgendwie toppen? Nein. Rüstungsmäßig haben wir die 757. 818. Ich probiere es einfach, ob wir das hinkriegen. Ist besser. Zorndauer. Probier es nochmal. Ich meine. Ja, komm. Rüstwert würde hier erhöht werden. Mist, wieder was Schlechteres. Ah, ich will die 818 gerne haben. Oder zumindest den 800er Bereich. 809, sehr geil. So, dann können wir die anderen alle verkaufen. Die Nebel Niflheims werden euer Blut gefrieren. Kleidet euch gut ein, mein Häuptling. Okay, das Ganze würde ich jetzt auch gerne mit einer Waffe machen. So geht. Geht und verschwendet euer Leben auf solchen Irrwegen. Ich will jetzt quasi die ultimative Verbesserung. Zweihändig. 1055 ist hier das Nonplusultra. Na dann. Drei Slots. Wäre natürlich eigentlich geil, ja? Bis 1051. Ich behalte mal die andere auch vorsichtshalber und guck dann, wenn wir da Runen reingeklatscht haben, wie stark das Ganze wäre. Ihr werdet mir kein Gehör schenken, oder? So geht. Geht und verschwendet euer Leben auf solchen Irrwegen. Ja, ja. Verbitterter alter Mann. So. Ich fürchte, dass sich unsere Wege hier trennen. Mhm. Seid achtsam, mein Häuptling. Mit der Regeneration überlege ich halt noch so. Aber das bringt natürlich auch maximale Gesundheit mehr. Verdammt. Was hatten die noch hier im Angebot? Nicht. Okay, dann. Die Runen des Weltenbaums. Das Dreierding. In Furcht. Hütet euch. Hütet euch. Schaden. So. Lebensraub wäre eigentlich auch noch nice. Der Schaden. Die Rune, die Rune verbunden, okay. Interessant.
So, Charakterstatistiken. Wir haben 2343. Oh. Ist jetzt wesentlich besser, okay. So, dann habe ich ja jetzt noch ein paar Gabenpunkte, 21 in der Zahl. Das heißt, wir machen Loki erstmal so noch fertig. Dass wir zumindest die Errungenschaft noch bekommen. Möge der Unheilstifter mich für das für ihn vergossene Blut ehren. Blut für den Ränkeschmied. Möge der Unheilstifter mich für das für ihn vergossene Blut ehren. Blut für den Ränkeschmied. Anhänger Lokis, okay. Und dann, man muss ja eh zweimal durchgehen, ich schon gesehen habt, würde ich gern... Tor, die 5 weiter das Blut, das ich vergoss, verbessern. Frostkreis, das wäre... Obwohl, eigentlich haben wir schon Frost. Ich hätte gern irgendwie was Feuermäßiges. Na ja, dann, vielleicht doch das. Möge Tyr mich für das für ihn vergossene Blut ehren. Hau ich auf die 1, wenn es geht. Kann ich das nicht switchen? Oh nein, weil ich ja... Das hätte ich mir sparen können. Ich habe ja Tor ausgewählt am Anfang. Und kann dann auch nur seine Nummer... Aber warum kann ich denn die anderen überhaupt aufleveln? Das ist dämlich. Na gut, egal. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles. Und... Los. Die ewige Quelle. An einem geheimen Ort unter den Wurzeln des Weddenbaums liegt die ewige Quelle. Man sagt, jeder, der aus diesem Quell trinkt, habe die Macht, Ragnarök heraufzubeschwören. Das Ende aller Welten. Und Grimnir hat den Hüter der Quelle besiegt. Doch weshalb trinkt er nicht? Irgendwer anders kommt da noch. Grimnir hat die ewige Quelle erreicht. Ihr Hüter, niedergestreckt durch seine Axt. Doch trinkt er nicht aus ihren Wassern. Nun zeigt sich, ob meine Weissagungen sich erfüllen. Ob die Ulfung, der Clan der Verstoßenen, unsere Heilbringerin hervorbringen wird. Okay, wir haben keine... Ach ja, hier... Komischerweise ist jetzt seit geraumer Zeit hier ein Bug, seitdem ich Oskino gespielt habe. Mit Jagewölfe und kehren das Dorf zurück. Eins habe ich mir verdient. Diese Macht ist mein. Das Recht des Stärkeren obsiegt. Aber warum verzage ich? Warum schöpfe ich nicht aus der Quelle? Ich war stark genug, den Hüter zu besiegen. Ich sollte nun meine Belohnung einfordern. Aber was wird mit mir geschehen? Welches Geheimnis hüteten die Götter vor uns all die Zeit? Die Frostriesen folgen mir. Surt und seine Feuerriesen folgen mir. Ich bin dazu bestimmt, die Riesen gegen Asgard in die Schlacht zu führen. Doch bleiben die Prophezeiungen schleierhaft. Wieso sollte der, der aus dem Quell trinkt, die Macht besitzen, Ragnarök heraufzubeschwören? Wer ist da? Zeigt euch! Werdet ihr wieder das Weite suchen? Langsam wird es recht lästig. Die ewige Quelle gehört mir! Hallo? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles ist.
So, kurz aufwärmen. Ich wusste es. Oh Scheiße, ich hab die falsche Taste. Ich wollte eigentlich ins Menü. Wie kann ich denn jetzt schnell die Waffe wechseln, ey? Ich kann doch gar keine Zauber rufen? Nein. Oh, nicht schon wieder. Ich bin so blöde. Ich verstehe nicht ganz. Wie kann ich den besiegen? Irgendwas mit diesen... Ich muss diese Dinger sammeln, okay. Okay, interessant. So funktioniert das also. Natürlich ungünstig, dass ich jetzt meine Heilladung schon verbraucht habe, clevererweise. Okay. Es ist getan. Meine Visionen haben mich nicht getäuscht. Unsere Feinde sind besiegt und ihr dürft nun von der ewigen Quelle trinken. All unsere Feinde sind tot, also gibt es keinen Grund, von der Quelle zu trinken. Der Winter ist noch immer eine Bedrohung. Das große Eis umgibt noch immer Midgard. Und wenn ihr nicht von der Quelle trinkt, tut es ein anderer. Und wer auch immer von dieser Quelle trinkt, erhält die Macht, Ragnarök auszulösen. War das auch Bestandteil eures Plans, Seherin? Mich zum Narren zu halten? Ich habe euch nicht ausgespielt, Kind. Wenn ihr nicht aus freien Stücken gehandelt habt, seid beruhigt. Ich hatte die Zügel nicht in der Hand. Okay, dem ist vielleicht so. Los, lasst uns das zu Ende bringen!
Der Häuptling der Ulfung kehrte nie wieder in ihr Dorf zurück. Wenn man mich fragt, was sich an der ewigen Quelle zugetragen hatte, antworte ich, dass ich es nicht weiß. Man sagt, die Heroldin Ragnaröks sei die riesenhafte Wölfin Moonbikja, welche den Mond verschlingen und den ewigen Winter bringen wird. Ich kenne diese Wölfin unter einem anderen Namen. Sie war ein großartiger Häuptling, ein stolzes Wikinger-Oberhaupt. Und die ungewöhnlichste Gefährtin, die ich je hatte. Sie kehrte nie heim in ihr Dorf, aber sie hält Wache bis zum heutigen Tage. Mögen die Götter ihren Segen über die Wölfe Midgards erstrahlen lassen, denn eines Tages, eines dunklen Tages, wenn ihr Clan in Gefahr ist, wird sie zurückkehren. Okay. Das war also das Hack and Slay Vikings Wolves of Midgard. Ich hätte gedacht tatsächlich, dass wir das schneller schaffen, aber es war echt geil, muss ich sagen. Das war seit langer, langer Zeit mal wieder echt ein Hack and Slay Rollenspiel, wo ich fast eigentlich nichts auszusetzen habe. Ich meine, gut, es waren vielleicht ein bisschen wenig verschiedene Monster, dafür waren die aber echt gut dargestellt. Also die waren echt unterschiedlich vom Stil her und sahen einfach großartig aus, meiner Meinung nach. Auch dass die Welten schön abwechslungsreich, das auch mit diesen Witterungssachen war eigentlich eine coole Idee. Ansonsten werden wir wahrscheinlich noch schneller durchgeschnetzelt. Und ich mag auch, dass es halt keine offene Spielwelt war, sondern wirklich linear, dass man weiß, gut, man spielt hier eine halbe Stunde ein Level und dann kann man auch wieder eine Pause machen, wenn man will. Und nächstes Mal weiß man halt auch noch, was man zu tun hat und muss nicht wieder ewig reinkommen. Eigentlich echt ganz cool. Und ich werde sicherlich offscreen wahrscheinlich noch mit dem Typen spielen, weil dafür kriegt man wohl auch noch ein Achievement. Und New Game Plus. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Vielleicht einfach ohne Totems oder einfach nochmal schwieriger. Ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz auf der Packung, ob da irgendwas steht. Auch die Ritter waren geil. Die sahen echt klasse aus. So, nee, steht hier nicht. Oh, 2 Spieler Online-Koop. Verdammt, wieso sehe ich das jetzt erst? Gut, vielleicht kommt es dann doch irgendwann mal als Koop-Spiel sogar nochmal zurück. Und ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wie die Credits beginnen, weil meistens laufen die ja dann nochmal von vorne wieder durch. Ich überlege auch gerade, ob Calypso eigentlich eine deutsche Firma ist. Bin mir gerade gar nicht sicher. Könnte sein, aber vielleicht haben sie auch nur einen deutschen Ableger. Und das Gute an diesem Hack and Slay war ja auch, dass es echt mal ein bisschen erwachsener war von der Story her, von der Sprache her. Blutmäßig, ja, gut. Ist jetzt nicht sowas, wo ich gleich sagen würde, oh, ab 18, wuhu. Aber doch schon sehr derb irgendwo teilweise. Oh, das könnten alle Credits gewesen sein.
Okay. Cool. Na gut, dann war's das. Wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Spitze, bedanke mich. Bis dann.